Hallo Leute, mein Name ist Otzasi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und heute möchte ich nun wirklich die blauen Schaltkreise angehen, aber zuerst müssen wir mal die roten hier pimpen, denn da kommt einfach zu wenig raus. Das auch noch weg. So. Mehr als verdoppelt. Und keine Fließbänder mehr. Das war sowas von klar. Folge fängt ja gut an. Die Untergrundbänder sind auch bald alle. So. So. Hier. So sein. Dann das nächste Modul. Thank you.
Der fehlt hier. Es geht hier gar nichts. Und natürlich wäre das Ganze mit Bauroboter einiges angenehmer. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Nun, hier bekommen wir auch rote raus. Das heißt, nun geht es hier weiter. Nächstes Modul. Und da gehen wir die Maschinen aus. Und ich habe auch nicht mehr allzu viel von den Greifarmen. Ja, da kommt ja schon etwas mehr rotes Zeug raus. Ich hole mir hier das gleich mal vom Band. Denn ich muss dann gleich mal rüber, wo wir letztes Mal Beton hergestellt haben für unsere Kernreaktoren. Da muss ich die Kisten noch etwas auffüllen, dass da auch wirklich was zustande kommt. Sieht hier aus. Okay. Da fehlen auch rote. Und da oben wird schon wieder geknabbert. Nie hat man Ruhe. Wird effektiv Zeit, dass wir die Kernenergie ranbekommen, damit wir unsere Mauer mit Laserverteidigung bauen können.
Ich stelle mal hier so ein Türmchen hin. Und wo sind die echt gekommen? Hier in der Mitte fehlt uns schon wieder einer da. Vielleicht von da drüben. Da kommt eine Gruppe. Wohin wollen die? Jetzt sieht's nach unten. Wahrscheinlich hierhin. Das sollte machbar sein. Gut. Aber was brauchen wir für die Blauen? Schwefelsäure, jede Menge Grüne und ein bisschen rote Schaltkreise. Ich glaube, die... müssen wir so machen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann die Anschlüsse hier nach außen. Und dann machen wir hier Ausladung mit Bändern. Werde ein paar mehr Rohre brauchen. Die hier. So. Und dann dasselbe auch auf der anderen Seite spiegelverkehrt. Und hier die Ausladung. Und da kommt die Schwefelsäure ran. So, das mal so rum verbinden. Das mal so rum verbinden.
und dann hier in der Mitte. Das noch so machen. Und dann. Das mal so hoch. Dann hier die roten. Wunderbar. Das kommt dann hier hoch. Gut, dann fehlen uns eigentlich nur noch die anderen Bänder und die Schwefelsäure. Natürlich. Und vielleicht brauche ich da ein bisschen Strom. Sich das allenfalls mit diesen bewerkstelligen wäre fast geschickter. Einfach ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Kupfer. Braucht ja gar nicht so viel. Wenn ich die hier in die Mitte reinstelle, wo sehen Sie hin? Wo sehen Sie hin? Dann brauche ich nur zwei hiervon. Und eine vernünftige Verbindung. Dann fehlt uns eigentlich nur noch die Schwefelsäure, die wir von da drüben bekommen. So, wie viele Tanks sind da unten? Gehen wir noch etwas rüber. Dann hier raus.
Die kamen etwas überraschend. Aber das zeigt mir an, dass wir vielleicht hier oben auch sowas brauchen. Wie einen Turm. Und da sind unsere ersten blauen Schaltkreise. Wahrscheinlich tun wir gut daran, hier oben noch ein paar Türme zu verteilen. Nicht, dass die Aliens da auf krumme Gedanken kommen. Nun mit den blauen Schaltkreisen kann ich dann, glaube ich, auch eine bessere Rüstung machen. Ah, ich brauche noch Elektromotoren dafür. Die habe ich noch nicht. Elektromotoren, die brauchen Schmiermittel. Schmiermittel habe ich auch noch nicht. Okay, könnte noch ein Weilchen dauern, bis wir die haben. Aber ich denke, bis zur nächsten Folge muss ich mal schauen, dass wir da etwas weiterkommen Richtung Kernenergie, damit wir endlich mal das Alien-Problem angehen können. Beziehungsweise nicht angehen, dass wir ordentlich eine Verteidigung bauen können, mit der die auch was standhält. Okay, da fehlt Stahl, da fehlen rote. Gut, also bis zum nächsten Mal und tschüss.